immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge. Heute schauen wir zuerst einmal nach Großschönau. Das örtliche Bahnhofsgebäude ist dort durch die lange Zeit und witterungsbedingt in die Jahre gekommen. Doch jetzt startet die Stadt Schönau eine Maßnahme, welche das historische Gebäude neuem Glanz erstrahlen lassen soll. Großschönaus Bahnhof erhält ein neues Gesicht. Die Außenhaut und das Dach des 1869 und 1870 errichteten Gebäudes wird derzeit durch die Gemeinde denkmalgerecht saniert. Dabei mussten auch Teile des Dachstuhls ausgewechselt werden. Nachdem die Deutsche Bahn das Gebäude zunächst an einen Immobilieninvestor verkauft hatte, konnte es die Gemeinde schließlich ersteigern. Dazu Bürgermeister Frank Peuker. Ja, die Gemeinde Großschönau hat vor vielen Jahren den Bahnhof ersteigert, war ja verkauft worden von der Deutschen Bahn an eine Immobiliengesellschaft, die sich dann aber wenig darum gekümmert hat. Und nach schweren Anstrengungen ist es uns damals gelungen, das Gebäude zu erwerben, mit dem Ziel, es zu sichern, für den Ort zu erhalten. Und wir haben jetzt die einmalige Chance, mit Hilfe von Mitteln des Denkmalschutzes die Außenhaut, das Dach zu sanieren, Fenster und Türen zu erneuern, sodass die Gebäudehülle ordentlich gesichert ist und der Bahnhof im alten neuen Glanz erstrahlt. Nach Abschluss der Arbeiten an der Gebäudehülle sollen Schritt für Schritt die Innenräume saniert werden. Ja, und dann sind wir in Gesprächen mit einem Nutzer für das Obergeschoss. Das wäre natürlich ideal, wenn man hier einen Ankernutzer hätte. Es gibt weitere Pläne im Erdgeschoss, aber das ist natürlich finanzierungsabhängig. Den Jugendtreff anzusiedeln, das war auch mal eine Idee aus einem großen Prozess Großschönau 2030. Also wie stellen wir uns Großschönau in 2030 vor, hier den Jugendclub anzusiedeln und diesen Bereich, also einen öffentlichen Bereich zu gestalten für Besucher, für Gäste, auch mit einem Infopoint für die Touristen und ja, auch öffentliche Toiletten gehören mit dazu. Und dann wären immer noch Räume möglich zum Vermieten. Also der Bahnhof hat schon Kapazitäten. Das Interesse der Bevölkerung an den Baumaßnahmen ist groß. Nachdem die Gemeinde den Bahnhof erworben hatte, wurde ein Bahnhofsfest ausgerichtet, das großen Zuspruch fand. Viele erinnerten sich daran, wie sie täglich auf dem Weg zur Schule und Arbeit das Gebäude nutzten. In einigen Jahren wird dann hier wohl wieder reges Treiben herrschen. Die Stadt Görlitz stellt Abfahrtsstellen für Stadtrundfahrten im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis nach sächsischem Straßengesetz auf dem Obermarkt und der Fleischerstraße bereit. Der Zeitraum der Sondernutzung beginnt am 1. April und endet spätestens zum Ende des Jahres. Analog zu den öffentlichen Haltestellen sollen die Abfahrtsstellen von den Fahrzeugen der Stadtrundfahrten in der Regel nur zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste angefahren werden. Die Aktion Shoppingbändchen in Görlitz wird nach vielen positiven Rückmeldungen erweitert. Nach der Vorlage eines 3G-Nachweises können Kunden seit dem 9. Februar im Görlitzer Einzelhandel mit den Bändchen einkaufen gehen. Dank zahlreicher Nachfragen der Händler wird das Angebot von der Görlitzer Wirtschaftsförderung nun auf den gesamten Einzelhandel ausgeweitet. Mit den Shoppingbändchen wird ein entspanntes Einkaufserlebnis in Görlitz ermöglicht und das Tourismustreiben erhöht. Die Bänder werden an verschiedenen teilnehmenden Testzentren und Apotheken der Stadt ausgegeben. Die polnische und die tschechische Republik haben sich in ihrem Streit über das Kraftwerk Turów außergerichtlich geeinigt. Polen hat sich verpflichtet, 45 Millionen Euro an Tschechien zu zahlen, um Maßnahmen gegen die Absenkung des Grundwassers zu treffen.
Tschechien will im Gegenzug eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Polen zurückziehen. Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenka befürchtet nun, dass die Interessen seiner Stadt bei dem Kompromiss unbeachtet bleiben. Auch Zittau hat seit Jahrzehnten mit den Folgen des Kohlebergbaus im nahegelegenen Torow zu kämpfen. Die Bundesrepublik Deutschland hatte sich trotz Aufforderung aus Zittau nicht an der Staatsklage gegen Polen beteiligt. Auf dem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz übergaben Soldaten und Mitarbeiter der Bundeswehr eine Spende an den Verein Schlupfwinkel aus Weißwasser. 4.000 Euro kamen bei einer Sammelaktion zusammen. Der Verein Schlupfwinkel kümmert sich um Kinder und Jugendliche und deren Familien in Not. Der Spendenbeitrag soll unter anderem für die Betreuung und Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen in ihren Ersatzfamilien verwendet werden. Bereits seit 6 Jahren besteht die besondere und vertraute Verbindung der Bundeswehr in der Oberlausitz zum Schlupfwinkel e.V., sagt der Geschäftsführer Schmidt. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden fördert auch 2022 Ideen und Projekte der Vereins- und Projektlandschaft unserer Region. Mehr als 1000 Konzepte wurden in den vergangenen Jahren bereits realisiert. Nun werden auch Ideen für 2022 gesucht. Vorschläge aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Wirtschaft, Bildung und Umwelt können über die Internetseite der Sparkasse unter dem Punkt Förderungen eingereicht werden. Dort sind außerdem die genauen Voraussetzungen sowie eine Checkliste zum Antrag zu finden, dass für einen positiven Bescheid der Projektstart zwischen Juli und Dezember erfolgen muss. Die Stadt Görlitz stellt Abfahrtsstellen für Stadtrundfahrten im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis nach sächsischem Straßengesetz auf dem Obermarkt und der Fleischerstraße bereit. Der Zeitraum der Sondernutzung beginnt am 1. April und endet spätestens zum Ende des Jahres. Analog zu den öffentlichen Haltestellen sollen die Abfahrtsstellen von den Fahrzeugen der Stadtrundfahrten in der Regel nur zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste angefahren werden. Die Baumaßnahmen zum Grundschulzentrum Kittlitz laufen planmäßig. Nach Verzögerungen der Materiallieferung und witterungsbedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr geht es nun umso schneller voran. Der Innenausbau ist bereits weit fortgeschritten. Im Bereich der Fassade wird in Abstimmung mit der Denkmalbehörde die historische Farbgebung wieder aufgebracht und die Sandsteinelemente gereinigt. Auch der Turnhallenbereich ist weitestgehend fertiggestellt. Der geplante Bau der Außenanlagen wird jedoch erst begonnen, sobald der Bau der Turnhalle abgeschlossen ist. Mit einer abschließenden Fertigstellung ist nicht vor dem Schuljahresbeginn 2023/24 zu rechnen. Der bisherige Leiter des Seelsorgeamtes Görlitz, Markus Kurzweil, wird in wenigen Monaten neuer Generalvikar des Bischofs von Görlitz. Der 40-Jährige stammt aus dem Bistum und wuchs im brandenburgischen Senftenberg auf. Nach seinem Theologiestudium in Erfurt und Wien wurde er im Jahr 2009 von Bischof Dr. Konrad Zarsar zum Priester geweiht. Seit 2018 ist er Mitglied des Domkapitels zum Heiligen Jakobus. Der ehemalige Generalvikar Dr. Alfred Hoffmann bat um Entpflichtung von seinem Amt, um sich wieder mehr seelsorgerischer Arbeit widmen zu können, so das bischöfliche Ordinariat Görlitz. Der Generalvikar ist der Stellvertreter, das Alter Ego des Bischofs. Er wird vom Bischof frei ernannt und kann jederzeit von ihm wieder abberufen werden. Der Termin für die Verabschiedung des Alten und die Einführung des neuen Generalvikars bleibt offen, bis die Nachfolge in der Leitung des Seelsorgeamtes geregelt ist, heißt es aus dem Bistum Görlitz weiter. Die Sanierung einer Niskia Fabrikantenvilla ist von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, mit einem Sonderpreis in ihrem Wettbewerb Bauen ausgezeichnet worden. Der neue Eigentümer hat in dem markanten Bauwerk 7 Wohnungen und eine Arztpraxis untergebracht. Er hatte sie nach der Insolvenz des Vorbesitzers auf einer Grundstücksauktion erworben. Laut der Preisbegründung verbindet die 1892 errichtete Villa nach der Sanierung ihren historischen Charme mit modernem Wohnkomfort. Fassade und Dach mussten weitgehend erneuert werden. Im Inneren entfernte der neue Eigentümer Zwischendecken und Wände, um eine nutzbare Raumstruktur zu erreichen. Für Jurymitglied Ulla Luther stellt die Niskia Villa ein Paradebeispiel für die gelungene Nachnutzung historischer Bausubstanz dar. Das Kultusministerium und das Landesamt für Denkmalpflege haben die mittlerweile 28. Wettbewerbsrunde des Landesprogramms Pegasus Schulen adoptieren Denkmale ausgeschrieben.
Bis zum 20. Juni können sich Klassen, Kurse und Lerngruppen aller Schularten mit ihrer Projektidee um eine der 18 Prämien in Höhe von 500 Euro bewerben. Mit dem Geld soll jeweils die Umsetzung der Projektidee unterstützt werden. Teilnehmer des Landesprogramms erhalten außerdem die Möglichkeit, an einem Bildungstag im September teilzunehmen, wo sie weitere sächsische Denkmale kennenlernen. In diesem Jahr besteht zudem die Chance, die im Herbst stattfindende Denkmalmesse in Leipzig zu besuchen. Das Formblatt für die Bewerbung sowie weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.schule.sachsen.de/pegasus. An der Lindenallee von der B178 nach Großhennersdorf steht die Holzskulptur eines Adlers von Günter Schönfelder, die kürzlich Opfer eines Brandanschlags wurde. Nur das beherzte Eingreifen eines Passanten konnte verhindern, dass die Figur vollständig verbrannte. Die Spuren belegen eindeutig, dass Unbekannte zu Füßen der Skulptur Feuer gelegt hatten. Auch die Figur eines Bären mit Kind gegenüber des Begegnungszentrums an der B178 hat unter Feuer gelitten. Hier ist die Spurenlage nicht ganz so eindeutig. Ein hohler Baum in unmittelbarer Nähe hatte Feuer gefangen. Ein Blitzeinschlag oder Trockenheit kann nicht die Ursache gewesen sein. Eine weitere Figur Bernd Schönfelders steht etwas außerhalb des Ortes, etwa 30 Meter neben der B178. Die Figur eines sitzenden Wolfs zeigt ebenfalls Schäden. Ob hier auch Feuer die Ursache war, ist aber unklar. Bei den Görlitzer Verkehrsbetrieben GVB steht ein baldiger Führungswechsel an. Im Mai letzten Jahres übernahm Sven Sellig nach dem Ausscheiden von Andres Tillmich vorübergehend die Geschäftsführung der GVB. Auf eigenen Wunsch wird Sellig nun zum 30. September wieder in seine ursprüngliche Funktion als Bereichsleiter Infrastruktur und Technik zurückkehren. Die Stelle der Geschäftsführung der GVB wird zeitnah öffentlich ausgeschrieben. Durch die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz wurde nun das Zootier 2022 bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um das Pustelschwein. Laut ZGAP habe man sich aufgrund der sich ausbreitenden afrikanischen Schweinepest dazu entschieden, dieses Jahr das Pustelschwein besonders ins Rampenlicht zu stellen. Während der Kampagne werden Spenden gesammelt, um schnellstmöglich Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Pustelschweinarten zu unterstützen. Viele wildlebende Schweinearten sind durch den Verlust ihres Lebensraumes bedroht, welcher durch illegalen Holzeinschlag, kommerziellen Kahlschlag und der Ausbreitung von menschengenutzter Flächen verursacht wird. Die Zootier des Jahres Artenschutzkampagne wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich für gefährdete Tierarten einzusetzen, deren Bedrohung bisher nicht oder kaum im Blick der Öffentlichkeit steht. Am Samstagmittag ereignete sich auf der Tornower Straße in Leipe ein schwerer Unfall. Aus bisher unbekannter Ursache waren ein Nissan und ein VW zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurden dabei eine Frau und drei Kinder verletzt. Die Feuerwehr aus Leipe-Tornow und Lauterstadt sicherten die Einsatzstelle und prüften auslaufende Betriebsmittel. Die Straße war für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. In Görlitz ist jetzt der Grundstein für die neue Feuerwehrwache Innenstadt gelegt worden. Sie entsteht an der Cottbusser Straße und soll die bisherigen Standorte Königshufen, Klingewalde und Stadtmitte ersetzen. Die gleichnamigen Ortswehren schließen sich ebenfalls zu einer neuen Feuerwehr Görlitz Innenstadt zusammen. Laut Oberbürgermeister Octavian Urso handelt es sich um den ersten Feuerwehrneubau in der Görlitzer Kernstadt seit 1888. Der entsprechende Stadtratsbeschluss wurde im März 2019 gefasst. Die Stadtverwaltung sieht in dem neuen Standort große logistische Vorteile. Der Neubau soll bis Sommer 2023 fertig sein und knapp 5 Millionen Euro kosten. Der Rotkehrteich im Daubaner Wald in Boxberg ist entschilft worden. Das teilt der Bundesforstbetrieb Lausitz mit. Der Teich innerhalb der Naturerbefläche im Besitz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt war demnach kaum noch als Gewässer erkennbar. Ein dichter Pflanzenteppich bedeckte die gesamte Teichoberfläche und stellte für darin lebende Tiere und Pflanzen ein Problem dar. Für die Arbeiten kam ein sogenannter Truxor, ein Amphibienfahrzeug, zum Einsatz. Er mähte ein Drittel der Schilffläche im Rotkehrteich ab und sammelte das abgeschnittene Material ein. Am Ufer blieb ein Schilfgürtel als Lebensraum für Brutvögel erhalten.
Die Sanierung der Grundschule im Görlitzer Stadtteil Königshofen kann fortgesetzt werden. Die Stadt Görlitz hat die entsprechenden Bauleistungen ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um die Sanierung des Dachs und der Außenfassade sowie um den Einbau einer Wärmedämmung. Möglich wurde dies durch einen Förderbescheid des sächsischen Kultusministeriums in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Bereits zuvor waren an der Schule dringend notwendige Arbeiten zur Brandschutzertüchtigung durchgeführt worden. Seit Februar 2020 findet der Unterricht in einem Ausweichquartier im Stadtteil Weinhübel statt. Am Mittwochnachmittag konnte in Zittau ein Dino-Dieb gestellt werden. Er hatte aus einem Hof an der Heidenreichstraße einen Hüpfdinosaurier gestohlen. Der Besitzer verfolgte ihn. Nach kurzem Kampf wurde er von Polizisten entlastet, die den Räuber festnahmen. Er hatte im Hof offenbar zudem bereits ein Fahrrad demontiert, um es mitzunehmen. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. In der Stadt Zittau kann man derzeit eine Kunstausstellung des Leipziger Künstlers Patrick Faulk bewundern. Unter dem Titel Kopfgeburten werden hier verschiedenste künstlerische Drucke gezeigt. In der Galerie Kunstlade in Zittau läuft derzeit die Ausstellung Kopfgeburten des Leipziger Künstlers Patrick Faulk. Der selbsterklärte Druckgrafiker aus Leidenschaft zeigt hier Drucke in den verschiedensten Techniken. Die Palette reicht von der Kaltnadel- und Ätzradierung über Linolschnitt bis hin zum technisch aufwendigen Lichtdruck. Ein so breit gefächertes Repertoire ist in der Kunst recht selten. Inhaltlich vermischt der Künstler gern bildende Kunst und Sprache, immer gewürzt mit einer Prise Humor und Wortspielereien. Und so sind seine Arbeiten nicht nur Grafik, sondern auch Karikatur und Literatur. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Februar zu besichtigen. Damit ist unsere Regionalzeit für Niederschlesien und das Zittauer Gebirge auch schon wieder zu Ende. Nächste Woche gibt es dann die nächste Ausgabe. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit. Tschüss. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.